Hallo meine lieben Aktienfreunde, ich stelle euch in diesem Video eine sehr interessante Aktie vor, weit weg vom Mainstream mit einem entsprechend hohen Potenzial. Die wird wahrscheinlich nirgends gecovert oder so gut wie nirgends und ich vermute auch, dass die keiner von euch kennt. An der Stelle muss ich aber darauf hinweisen und will ich auch, dass das ist natürlich immer ein bisschen riskanter, als wenn man jetzt in Microsoft, McDonald's, LVMH oder eine sonstige Aktie investiert. Ich stehe fürs Langfristige investiert in Qualitätsaktien und den Qualitätsanspruch, den gebe ich auch nie auf. Und die Aktie, die ich euch jetzt vorstelle, die entspricht auch, die hat auch einen hohen Qualitätsstandard in der Fundamentalanalyse. Nichtsdestotrotz, es ist hier eher ein Small Cap und da muss man sich halt bewusst sein, dass wenn man so eine Aktie kauft, dass dann auch die Kursschwankungen etwas größer sein können und das Risiko auch höheres Risiko, höhere Chance. Keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung an der Stelle. Ich habe ja übrigens vor kurzem NABCO Securities Technologies gecovert. Das ist auch so eine Aktie, die kaum jemand kennt. Und die ist schön gestiegen. Also hier ist es gewesen, das ist NABCO Securities Technologies. Das war Kaufensaktien im Ausverkauf im Oktober 2023. Und da hat es geklappt. Also die sind schön gestiegen jetzt. Das sieht man auch hier. Also ich habe die irgendwo hier im Oktober analysiert und da gab es dann auch schon über 30% Kurs. Gewinner haben sich auch einige da bedankt, aber da kann man natürlich, da steckt man nicht drin, ob das mal so gut läuft. Ich liege auch ab und zu daneben, also insofern, aber auf jeden Fall gute Unterhaltung. So, also was kommt? Ich habe mich auf die Suche gemacht nach Aktien, Qualitätsaktien, die unterbewertet sind und wo hohes Renditepotenzial entsprechend winkt. Das heißt, ich habe einen Gewinnwachstumsscore gemacht gehabt, ich glaube von wie viel? Von mindestens 8, genau. Also ich wollte ein schnell wachsendes Unternehmen quasi haben. Dann habe ich aber gesagt, auf die Stabilität des Gewinns lege ich sehr hohen Wert und ich hatte noch auf Unterbewertung mindestens 10% gesetzt. So war das und dann hatte ich sortiert gehabt nach, ich zeige euch jetzt, wie ich die Aktie gefunden habe, fairen Wert bereinigt, das sind ja alles unter Bewertung. Und da kommt man erstmal auf so ein paar alte Bekannte, wie DocuSign beispielsweise. Ne? Die, hier seht ihr die Kursentwicklung, den Kursverlauf, wie die Aktie gefallen ist bei DocuSign von über 300 Dollar auf aktuell 42, wo man aber auch sieht, hier mal den bereinigten Gewinn und den operativen Cashflow, sieht gar nicht so schlecht aus. Ne? Dafür, dass die Aktie so massiv abverkauft wurde, oder Embracer ist auch so eine Aktie, wo man sieht, hey, die sind profitabel. Aber wenn man sich die Performance anguckt, ist das alles andere als profitabel gewesen für den Investor. Wenn jetzt 22 schwedische Kronen hat aber schon gekostet, 133 schwedische Kronen. Oder hier die Nummer 1, Ring Central, kennt wahrscheinlich überhaupt niemand. Wenn man sich das anguckt, kurzzeitig absolute Katastrophe, wenn man sich das Ganze hier aber anschaut vom Cashflow und vom bereinigten Gewinn, sieht es gar nicht so schlecht aus. Aber die habe ich alle nicht im Blick. Ich habe dann weiter nach unten gescrollt, habe dann eine Aktie gefunden, die heißt Surgical Science Sweden. Also was ist denn das für ein Unternehmen? Und die analysieren wir jetzt, da sehe ich hohes Potenzial. Schaut mal, wie die Aktie ist natürlich auch abverkauft worden. Die hat sich jetzt schlecht entwickelt, die letzten 2 Jahre. Wenn man aber mal schaut, wie die Aktie sich insgesamt entwickelt hat, dann sieht man hier von Anfang bis heute, trotz Korrektur, eine jährliche Rendite von 50% plus. 50% im Jahr. IPO 2017, Mitte, also Juni 2017. Das Unternehmen selbst gibt es aber schon seit 1999. Was machen die? Die stellen, die entwickeln Simulationssoftware für Robotics Surgery. Das heißt, Chirurgen operieren ja klassischerweise mit ihren Händen direkt. Und ihre Hände sind dann direkt, schneiden direkt und gehen direkt in den Körper. Und jetzt gibt es aber den Trend, und es ist ein Megatrend, und der macht auch vollkommen Sinn, dass man mit ferngesteuerten Robotern quasi operiert, weil da kann man viel feiner vorgehen. Und dann kommt man hin an Stellen, an die man mit seinen Händen, auch mit Chirurgenhänden, nicht hinkäme. Man kann viel kleiner schneiden, also minimalinvasive Eingriffe tätigen.
Und dass das Ganze funktioniert, das sieht man auch an Aktien wie hier dem Marktführer, ich mache den Filter mal weg, wie Intuitive Surgical. Die stellen nämlich die Hardware her. Und da seht ihr Kursverlauf und hier auch Gewinnverlauf, also einwandfrei. Und Intuitive Surgical stellt die Hardware her, mit der operiert wird, die ferngesteuerte. Und was hier unsere, und wo haben wir sie? Hier gehen wir mal Sweden ein. Was Surgical Science Sweden macht, ist, die stellen die Software her. Und die stellen Simulationssoftware her, damit die Chirurgen lernen können, ferngesteuert zu operieren, wie das funktioniert. Und zwar seht ihr hier the Learning Curve, die Lernkurve eines Chirurgen. Mit Hilfe von Surgical Science Sweden fängt er nicht an, Operationssaal zu lernen, bei einem Testkaninchen quasi, einem lebenden Testkaninchen, sondern hier im Simulator, da geht die Lernkurve hoch. Natürlich lernt er dann auch noch was im Operationssaal, aber so ähnlich wie auch ein Pilot bei der Lufthansa oder so, nicht sofort ein Flugzeug steuert, sondern auch erst im Simulator sitzt, so ist es hier eben dasselbe. Und wir haben hier Surgical Science, die Segmente, die haben zwei Segmente. Das eine Segment darstellend, das heißt Educational Products, Education, also Fortbildung für die Chirurgen. Da stellen sie im Prinzip Hardware und Software her, Simulationssoftware. So, und da können hier die Nachwuchschirurgen oder auch die Chirurgen, die sich weiterbilden, dann entsprechend hier lernen. Das sind die Puppen, an denen werden dann die Eingriffe vorgenommen. Es gibt auch noch ein zweites Segment, das heißt Industry OEM, OEM Original Equipment Manufacturer. Und das ist OEM ist beispielsweise Innovative Surgical, ne? Die ich gerade eben gezeigt habe, die Aktie. Ich hoffe, das Unternehmen, die hieß so. Und die sind eben. Die stellen diese ferngesteuerten Instrumente her für die Operation und denen wird die Software auch verkauft, damit die Chirurgen, die mit diesen Instrumenten arbeiten, eben auch das lernen können. Und hier fließen auch wiederkehrende Umsätze, Lizenzeinnahmen, 26% momentan des gesamten Umsatzes, das war im letzten Quartal, sind wiederkehrend. Und momentan werden nur um die 4% aller Operationen quasi ferngesteuert ausgeführt. Und da ist also noch viel Luft nach oben, weil es absolut Sinn macht. Und deshalb haben wir hier einen ja, noch unerschlossenen Markt vor uns. Wenn wir jetzt mal in den Qualitätscheck gehen, dann sehen wir, 2017 gingen die an den Markt und man sieht hier, dass sie profitabel sind. Wir können hier die bereinigten Gewinne auch komplett wegmachen, freien Cashflow auch. Dividende schütten sie nicht aus, aber man sieht hier, wie sowohl der Cashflow als auch der bilanzierte Gewinn beide schön positiv sind. Auch der bereinigte Gewinn, der ist fast identisch mit dem bilanzierten Gewinn. Da ergibt sich also erstmal wenig. Und wir sehen hier bei den Margen zunächst, dass wir hohe Margen haben, Margen über 60%, die Bruttomarge. Spannend auch die operative Marge insbesondere. Die liegt bei 22%, soll weiter steigen. Auch die Umsätze sollen weiter steigen. Und die Analystenschätzungen, habe ich überprüft, die decken sich mit dem Ausblick des Managements auch fürs Jahr 2026 überein. Und man sieht hier also schönes Wachstum. Man könnte hier noch dann die Kennzahlen anschauen. Das lasse ich jetzt mal weg. Wo man erstmal schlucken muss, das ist, wenn man sich die Bilanz anschaut, das, boah, was ist denn das für ein Goodwill? Habe ich noch nie gesehen, dass ein Unternehmen so viel Goodwill in der Bilanz hat. Und zwar kam das durch die Übernahme von Symbionics 2021 in erster Linie zustande. Man sieht auch hier, wie das finanziert wurde, nämlich in erster Linie durch die Ausgabe neuer Aktien. Denn, und das ist das Positive, das Unternehmen Surgical Science, muss ich ab und zu spiegeln, das Unternehmen Surgical Science ist komplett schuldenfrei. Machen wir mal hier das alles weg. Das hier sind zinsfreie Schulden, also zum Beispiel Rechnungen, die noch nicht bezahlt worden sind. Zu verzinsende Schulden existieren so gut wie überhaupt nicht. Ganz minimal, und hier seht ihr die Tilgungskraft bzw. den freien Cashflow, wie hoch der ist. Und hier seht ihr die liquiden Mittel. Ich habe auch gelesen, was das große Risiko bezüglich hier des Goodwills ist natürlich, dass ist das Zusammenführen des gekauften Unternehmens mit dem bestehenden Unternehmen nicht so gut klappt. Sie haben auch geschrieben, da wurden auch harte Entscheidungen getroffen, beispielsweise beim Vertrieb, weil vieles doppelt existierte und man musste dann quasi ein Vertriebsnetz kappen.
Scheint aber soweit gut geklappt zu haben. Es sind ja mittlerweile schon Ende 2023 und 2021, also vor 2 Jahren, war die Übernahme. Insofern kann man das soweit jetzt erstmal noch keinen Haken dran machen. Es ist, bleibt eine gewisse Risikoposition, aber es scheint soweit unter Kontrolle zu sein und die Bilanz an sich, was Verschuldung angeht, ist hoch solide. Interessant nochmal hier gewesen für mich, warum hier der Gewinn plötzlich nicht einbricht, aber doch deutlich zurückgehen soll, bevor er wieder anzieht. Ich habe herausgefunden, woran das liegt. Man sieht nämlich hier sehr schön im Gewinnfluss, dass man hier im Jahr 2022 relativ hohe nicht operative Erträge hatte, die auch sich noch fortführen auf die letzten 4 Quartale. Und jetzt dann erst gehen die extrem zurück im letzten Quartal. Man sieht auch hier schön, wenn man sich die Margen anschaut, die Nettomargen, operative Marge, dass die Nettomarge, und also unter Abzug aller Kosten quasi, höher war als die operative Marge, wenn sich das erst jetzt dann wieder normalisieren soll. Und das ist der Grund, warum der Gewinn pro Aktie nach unten gehen soll oder der Gewinn allgemein. Ich habe noch ein bisschen weiter geguckt und zwar sind es meines Erachtens die Wechselkurseinflüsse. Denn dieses Unternehmen macht viele Umsätze in den USA hier. Viele Umsätze in den USA, hier in North America, grün. Und die bezahlen natürlich in Dollar. Und wenn der Dollar mehr wert wird, dann erhöht es den Gewinn gegenüber der schwedischen Krone aufwertet, dann erhöht es natürlich den Gewinn in schwedischen Kronen außerordentlich. Wenn der Dollar wieder abwertet, dann geht es in die andere Richtung. Genau das ist meines Erachtens hier passiert. Und das erklärt dann auch also den Gewinnrückgang und dass es halt kein operatives Problem ist, sondern das operativ sieht man hier die operativen Margen und die steigen schön. Und das auch genau im Einklang mit dem, was da auch nach lauter Prognose, was auch das Management ausgerufen hat als Ziel, wo man auch Potenzial sieht, kann man ja auch noch kurz sagen, das ist nämlich hier auch beim Vertrieb und Marketing zu kürzen, weil ich habe es ja schon angesprochen, durch die Übernahmen haben sich dann auch die Vertriebskanäle oft verdoppelt. Und hier ist einiges an Potenzial da, um entsprechend die Kosten zu sparen. Und dann gehen auch die operativen Margen nach oben. Interessant ist die Aktie vor allem auch deshalb, weil ja der Kurs nicht sich ja, enttäuschend entwickelt hat. Die Aktie war schon bei 320 schwedischen Kronen und jetzt ungefähr bei der Hälfte knapp 170 schwedische Kronen. Na, den einen Tag, ja, jetzt habe ich ihn getroffen. Also fast 50% quasi sind wir vom Allzeithoch entfernt. Wenn wir uns die Multiples angucken, da haben wir dann, wenn wir auch auf das KGV gehen, wir können auch hier den bilanzierten Gewinn nehmen, da sehen wir, dass wir deutlich unter dem Schnitt sind, dem historischen. Aber diese Aktie, die kann man relativ, oder die sollte man, denke ich, über das KUV tatsächlich bewerten, weil wir hier eben große Einflüsse von den Wechselkursen haben und der ist nicht hier bereinigt. Das ist halt das Problem mit dem bereinigten Gewinn, der wird in den USA sehr gerne bereinigt, sowas hier bei europäischen Aktien eher weniger. Aber wir können hier sehr schön mit dem KUV auch arbeiten, weil wir hier ja stabile und sogar steigende Margen haben. Und das machen wir jetzt, wenn wir in den fairen Wert reingehen. Wir nehmen also nicht den bereinigten Gewinn, sondern hier ist der Umsatz. Und dann gucken wir mal, was wir für einen fairen Wert beim Umsatz haben. Und hier sehen wir das Ganze. Und dadurch, dass die Margen sogar noch steigen sollen, der Umsatz also wertvoller wird, haben wir automatisch schon ein bisschen eine vorsichtigere, eine konservative, kommen wir zu einer konservativeren Schätzung. Weil tendenziell würde ja, wenn der Umsatz wertvoller wird, müsste ja das KUV hochgehen, mit dem die Aktie bewertet wird. Hier gucken wir uns nochmal das KUV an. Also man sieht, dass die Aktie bis zu knapp 40er KUV bewertet war. Aktuell ein KUV von so um die 9, also knapp unter 10. Und da die Umsätze weiter steigen, soll das KUV dann sinken bis Ende 2026 auf 5,5. Und so günstig wäre die Aktie schon lange nicht mehr gewesen. Gucken wir jetzt mal an, was der faire Wert sagt, basierend auf das laufende Geschäftsjahr, das Ende des laufenden Geschäftsjahres. Da wäre die Aktie, hätte die hier einen fairen Wert von 234 schwedischen Kronen, aber sie kostet momentan 165. Sie hätte schon über 300 gekostet, wie ich bereits, 330 sogar, wie ich bereits gesagt habe. Also wir hätten hier dann
ein hohes Aufwärtspotenzial von jährlicher Rendite 33%, was natürlich schon sehr hoch ist. Jetzt kann man natürlich wieder ein bisschen tiefer stapeln. Was sich auch immer anbietet, ist die Skepsis des Marktes zu übernehmen. KUV momentan bewertet mit 9,3. Das könnte man dann entsprechend auch machen. Dann wäre die Aktie hier fair bewertet. Aktuell mit dem Kurs, da könnte man sehen, dass man immer noch auf eine jährliche Rendite käme von 20%. Dann kann man dann natürlich auch noch ein bisschen nach unten gehen. Oder man kann Kurslimits setzen und Kauflimits setzen und dann mal gucken, wann die Rendite noch höher wäre und mit was man dann zufrieden wäre. Das könnt ihr aber dann alles selber machen. Kauflimits könnt ihr hier setzen, hier einfach Kauflimit eingeben, auch direkt in schwedischen Kronen, damit man da nicht umrechnen muss. Das wäre jetzt wirklich eine Aktie, die ich persönlich interessant finde. Aber nochmal an der Stelle, natürlich gibt es immer Risiken. Hier hohe Chance, auch ein erhöhtes Risiko. Aber ich wollte euch den kleinen Fund nicht vorenthalten. Jetzt wäre ich mal gespannt, was ihr von Surgical Science Sweden haltet und ob ihr vielleicht auch die eine oder andere Aktie habt, wo ihr denkt, hey, das ist eine unentdeckte Perle, hohe Chance, auch bei einer gewissen, aber trotzdem noch mit einer gewissen Qualität, dann könnt ihr das auch in den Kommentar unten reinschreiben. Vielleicht analysiere ich ja dann in einem der nächsten Videos. Danke fürs Zuschauen, viel Erfolg an alle, die vielleicht investieren wollen, in welche Aktie auch immer. Und bis zum nächsten Video. Tschüss.